So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar hat mir der Amikosi doch Chili-Soßen geschickt. Mild und fruchtig. Fruchtig scharf und extra scharf mit Knobi und Chili. Die haben aufgehört zu bohren. Ich raste aus. Jetzt habe ich mich schon dran. Ah, weiter geht die wilde Fahrt. So. So sieht das ungefähr aus. Mild und fruchtig. Ich habe drei verschiedene Stufen bekommen. Die mittlere habe ich versucht bisher zu allem zu essen. Denn die sind ja selbst gemacht. Die kannst du nicht einfach in den Kühlschrank stellen und 10 Jahre aufheben. Die musst du verbrauchen. Jetzt habe ich mich gezwungen, 3 Flaschen, weil ich die ja mit einmal aufgemacht habe, 3 Flaschen auch zu verbrauchen in kürzester Zeit. Habe die mittlere eigentlich zu allem gegessen, was ich gegessen habe. Die extra scharfe wollte ich mir aufheben, bis Pupsi da ist, damit die testen kann. Und weil ich dachte, Pupsi isst ja gerne scharfe Sachen auch. Und die war ja komischerweise aber zu scharf. Und deswegen hat sie gesagt, oh nee, ess du die. Jetzt habe ich bei den letzten Dönern oder so, die ich gegessen habe, mir immer diese extra scharfe draufgeknallt, weil die es ja hier nicht schaffen, den Döner wirklich extra scharf zu machen. Mach ich den selber extra scharf, damit das so passt. Und ich hatte ja schon angekündigt, ich würde die kleine Soße davon, während die anderen eher so eine Tabasco-Note haben oder daran erinnern, schmeckt das eher wie eine Schaschlik-Soße, eine scharfe. Und die kann man bestimmt ganz gut zu Nudeln machen. Jetzt habe ich das Phänomen, dass Pupsi gerne Nudeln isst. Sie isst gerne Nudeln mit Tomatensoße. Sie isst auch gerne Nudeln mit Käsesoße. Und warum ist das so? Weil der Ramses damals, als er immer Nudeln machen sollte, losgegangen ist. Hat gedacht, ich muss eh 2 Päckchen holen. Ich hole einfach mal 1 Päckchen mit Tomate und 1 Päckchen mit Käse. Und dann mache ich die 2 Soßen zusammen. Es gibt also eine Tomaten-Käsesoße. Und seitdem, weil Pupsi das so gut geschmeckt hat, ist Pupsi immer los. Kauft einmal Tomate, kauft einmal Käse. Macht dann beides auf. Nimmt eine Packung Nudeln raus. Und zu dieser Einpackung Nudeln macht sie aber beide Packs Soße. Die Käsesoße und die Tomatensoße. Das heißt, bei 2 Packungen Nudeln ist die Soße weg, aber eine Packung Nudeln bleibt jedes Mal übrig. Jetzt habe ich es mir schon angewohnt, immer Reste zu vernichten. Sie kauft viel so Knoblauchsoßen für ihr Raclette und alles. Da kauft sie dann immer 10 Packungen auf einmal. Sobald die auf der Hälfte sind, kauft sie eine neue, nimmt die alte gar nicht mehr. Oder wenn wir irgendwelche anderen Soßen oder Dips oder irgendwas haben, ist alles wurscht, wird alles nicht verwendet. Aber dadurch, dass immer dieses eine Pack Nudeln übrig ist, brauche ich dazu ja auch Soße. Also mache ich mir aus allen restlichen Soßen, die immer so da sind, Nudelsoße. Schmeckt meistens richtig komisch. Packe ich mir hier immer im Schrank noch ein paar Gewürze dran und sonst was. Aber das hat mich auf die Idee gebracht. Ich muss das ja eh verbrauchen, jetzt wo es auf ist. Und da das für mich eben trotzdem eine fruchtig milde Note hat, könnte ich damit einfach eine scharfe Nudelsoße machen, indem ich Nudeln mache und einfach die ganze Flasche über die Nudeln kipp. Zack. Ich weiß nicht, ob das verschwenderisch ist oder ob man das so essen sollte. Ich bereite das jetzt mal vor, koche die Nudeln und melde mich dann zurück, wenn wir die Soße drüber kippen und dann mal probieren, wie das schmeckt mit Nudelsoße. Wunderbar, die Amikosi Nudelsoße. So hat man das doch gern. Weil was ich immer gerne mache, ich breche die Nudeln immer gern in der Hälfte in 2, ungefähr so. Dann tue ich die hier rein in den Topf. Meistens kommt dann der Adi und versucht immer die Nudeln aus dem Topf zu jagen. Der geht dann immer mit der Schnauze rein, weil er eine Spaghetti rausziehen will. Oder er nimmt seine Hand und fasst rein. Oder er hat eine. Oder er hat einfach eine feuchte Schnauze. Da, oh, da ist eine Spaghetti. Gib mir die Spaghetti. Ich will die Spaghetti haben. Und das ist jedes Mal wieder eine Sache für sich, dass er da immer probiert und rumwühlt. Er hat natürlich nicht viel Zeit. Weil das Wasser wird ja von Zeit zu Zeit heißer, ja, der Ofen ist an, Platte ist an, das Wasser erhitzt sich. Er muss sich also beeilen, wenn er an die Nudeln ran möchte, ja. Adi, guck doch mal da. Adi, guck da. Na, Adi, da. Ja, Adi ist abgelenkt von dem Papier. Adi, guck doch mal hier rein, guck mal, das sind überall Spaghetti. Und wenn er dann eine hat, dann freut er sich auch richtig und schmeißt die durch die ganze Küche.
Also meistens nimmt er die dann mit, knurrt und haut ab. Heute hat er irgendwie keinen Bock auf Spaghetti, heute guckt er nur. Sonst ist das immer lustig, da sitzt er eine halbe Stunde da, will da drin rum, versucht die Spaghetti alle einzeln rauszuziehen. Da muss ich immer gucken, dass da alle drin bleiben. Wir kochen jetzt erstmal die Spaghetti, melden uns dann gleich zurück, wenn wir die Soße drüber kippen und mal gucken, was wir noch so finden. So, die Nudeln sind fertig, ne? Die Bauarbeiter sind auch wieder am Bauarbeiten. Und hier könnt ihr jetzt mal reingucken, da sind die Nudeln drin, die Spaghettis. Die habe ich jetzt abgegossen. Mit dem Sieb habe die wieder hier in den Topf reingeklatscht. Jetzt möchten wir eigentlich die Soße drauf knallen, aber jetzt zeige ich euch mal, was der Ramses immer so macht. Wenn der Ramses sagt, wenn es noch nicht fett genug ist, machen wir es noch einen Ticken fetter, ne? Ihr kennt bestimmt hier diesen komischen, hey, wieso ist das jetzt auf einmal Chester? Ich wollte sagen, ihr kennt bestimmt diesen komischen Toastkäse, einzeln eingepackt in Scheiben. Und wenn ihr nämlich den Toastkäse nehmt und einfach mal schnell und einfach im Topf verteilt auf den heißen Nudeln, ja, dann sieht das nämlich ungefähr... Ich glaube, ich mache eh gerade alles falsch. Normalerweise habe ich ja immer die Nudeln in den Topf und packe dann die Soße kurz irgendwie und Nudeln. Ich glaube, der Käse kann gar nicht schmelzen, weil die Nudeln einfach schon wieder viel zu kalt sind. Und wenn ich jetzt die Soße auf die Nudeln mit dem Käse, das habe ich mir eigentlich anders gedacht. Jetzt habt ihr auf jeden Fall hier schön Spaghetti mit Käse, ne? Wir beobachten das Wildtier in seiner freien Natur. Es probiert den Käse. Zum Glück hat er nicht reingebissen. Ich glaube, er ist einmal zurückgeschrocken. Es müsste also trotzdem irgendwie noch heiß sein oder so. Wir lassen den Käse jetzt einfach mal so drin. Wir packen uns jetzt hier diese mildfruchtige Chili-Soße. Schütten die einfach da drauf. Tun den ganzen Pottich hier rein. Ja, ungefähr so. Wunderbar. Theoretisch hätte man die ja auch eigentlich warm machen können. Vielleicht einfach die Flasche in die Mikrowelle stellen und dann... Und dann die Mikrowelle in den Topf rein und dann wäre das vielleicht auch was gewesen. Die Flasche ist jetzt auf jeden Fall leer. Wir haben jetzt hier einen richtigen Sauhaufen. So wie ihr das seht, ne, sieht eigentlich aus wie immer, wenn ich irgendwas mache. Es sieht einfach schrecklich aus. Das wollen wir jetzt hier ein bisschen verteilen. Zur Not kann man das auch nochmal draufstellen. Eigentlich macht man das ja alles ein bisschen rum. Zum Rummachen brauche ich aber nochmal eine Hand. Jetzt fängt es an zu dampfen. Das ist sehr gut. Der Dampf zeigt, dass es noch heiß ist. Beim Rummachen, wenn das Heiße sich überall verteilt, kann es auch sein, dass der Käse natürlich noch ein bisschen schmilzt. Und wir müssen sehen, dass wir von der Soße das alles schön verteilt kriegen, damit ihr nicht eine Stelle habt, die komplett sauciert ist und eine andere Stelle ist einfach nur trocken. Ja? Deswegen macht Pupsi ja auch immer eine Packung Nudeln mit zwei Beuteln Soße, weil sie findet, dass sonst viel zu wenig Soße ist. Die möchte in Soße schwimmen. Mir reicht das eigentlich sonst immer, ne? Aber ich hätte jetzt nicht zwei Packungen Nudeln machen können zu der Soße, weil es ist ja so schon eine große Portion. Da werden andere Familien 3 Tage dran essen und der Ramses, der isst das halt zu Mittag einmal so. Sieht jetzt auch gut aus. Guckt euch mal den Käse an. Der Käse hier dazwischen immer so rumklumpt und sich verteilt hat und da ist mal wieder was und da ist mal wieder was. Das können wir jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen rumschlängern, rumschwätzeln. Also appetitlich an sich ist was anderes, aber wenn ihr euch mal nicht zu helfen wisst, wenn ihr eine Nudelsoße braucht, ihr könnt alles daran kippen, egal was, kippt einfach alles daran, so ungefähr, guckt wie es rauskommt. So, und dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal. Ich
hoffe, die scharfe Soße, die aus dem Kühlschrank kommt, hat die heißen Nudeln jetzt ein bisschen abgekühlt, sodass ich mich jetzt nicht verbrenne. Es ist auch nicht gerade empfehlenswert, mit einer Gabel da in dem Topf rumzukratzen die ganze Zeit. Ihr macht im Endeffekt nur euren Topf kaputt. Vielleicht hätte ich da trotzdem noch so geriebenen Käse drauf machen sollen. Also so Kran-Pan-Dings, was der Marius, als er hier war, der zwei so Klopper gekauft. Ich glaube, einmal habe ich an die Nudeln eine ganze Packung drangeschmissen. Wir haben das jetzt hier, es dampft. Wir probieren das jetzt mal mit der guten Amikosi-Soße, ne? Die gute Chili-Soße vom Amikosi. Alter, schmeckt halt einfach nach Käse. Aber so extrem nach Käse. Ich glaube, vier Scheiben Käse haben sich einfach um die eine Gabel gerade rumgeschlungen. Wir nehmen mal von hier hinten ein bisschen was raus. So, einmal hier noch so eine Gabel. Jetzt habe ich wieder diesen Haribo, der Colorado-Geschmack drin. So ein bisschen irgendwie so wie Marzipan, Lakritz. Also schmeckt auf jeden Fall sehr süßlich. Schärfe merke ich jetzt leider gar nicht mehr. Wahrscheinlich der Käse hat alles aufgesaugt. Die Nudeln haben alles aufgesaugt. Es ist nicht zu trocken. Man kann es essen. Wenn man die Nudeln essen möchte, hat man sich dadurch einfach eine Soße gemacht. Man darf da jetzt nicht unbedingt eine Schärfe erwarten. Es war die milde fruchtige, wenn man sonst so scharf gewohnt ist. Ist das einem jetzt etwas zu lasch? Aber so könntet ihr das sogar euren Kindern andrehen und sagen, probier doch mal, was der Ramses wieder gekocht hat. Und die würden nicht vom Stuhl fallen, glaube ich. Ja, ich weiß, vielleicht mache ich mir noch irgendwas dran. Mal gucken, dahin steht, glaube ich, noch Tabasco oder irgendwas rum. Das werde ich mir noch nachwürzen gleich. Aber das sollte jetzt nicht um die Soße drehen. Ihr seht also, ich probiere das nicht immer fürs Video und dann fliegt alles weg. Ich nutze das wirklich komplett bis zum letzten Tropfen. Das war die mild-fruchtige Amikosi-Soße mit Nudeln. Die extra scharfe packe ich immer auf Döner und die mittlere... Die mittlere kann ich auch jetzt hier noch dranhauen, da wird es ein bisschen schärfer und dann ist sie auch weg, aber eigentlich soll man die sich ja einteilen, aber weil die ja eben sich nicht so lange halten, kann ich jetzt nicht einen Monat mit jeder Soße zusammen wohnen und dann die nächste, dann wird die letzte nämlich schon vergammelt sein, ist frisch gemacht, ist selbst gemacht, muss man also verbrauchen, habe ich halt alle drei zur gleichen Zeit aufgemacht, macht man ja eigentlich auch nicht. Man isst erst eine, weil alles auf ist, muss es weg. Das war's von meiner Seite aus. Danke Amikosi für die Soße. Ich werde es jetzt gemütlich noch essen, werde es mir noch ein bisschen nachschärfen dann und hat auf jeden Fall gut geklappt. Wenn ihr noch irgendwelche, egal, ihr schreibt eh mal irgendwas in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut, euer Ramses.